Willkommen zurück zu Minecraft Minilands. Wieder eine Folge bei den Dreamern in ihrem kleinen schnuckligen Dorf und es entsteht langsam in Richtung Westen. Da wo die Bibliothek, vermutlich die Bibliothek, und jetzt zuerst erstmal der Hohe Rat entstehen wird. Pünktlich zum Sonnenaufgang strahlt es in das Gebäude hinein, beziehungsweise werden wir es jeder Eingang machen oder schräg, weil ich wollte ja noch so ein kleines Biotop da drinnen machen. Also Pflanzen wollte ich reinbauen. Entweder große Pflanzen oder Büsche. Ich muss mal sehen, wie ich das gestalten will. Aber ich muss ja erstmal... Ich muss ja gar nichts eigentlich. Ich möchte erstmal ungefähr so strukturiert haben, wie alles stehen soll. Milka! Oh, jetzt... Schoki. Aber nicht so viel. Ist zwar eine Weihnachtszeit jetzt, aber... Also Weihnachtszeit, wo es aufgenommen wurde ungefähr. Aber muss ja nicht zu viel sein. Sonst hält man... Da kann man schon mal jetzt im Winter seine Sommerfigur vorbereiten. Da hat man im Sommer weniger... Oder im Frühling hat man dann weniger zu tun. So, ich mache mir erstmal eine Ansicht wieder an, damit ich mein Fadenkreuz habe. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen ausgebreitet. Ausgeweitet, damit es ein bisschen breiter ist hier oben. Und ich werde es erstmal ein bisschen spartanisch versuchen, mir zu markieren, wo ich denn was machen will. Was nehme ich denn? Wird sich Erde eignen oder lass mich mal einen anderen Stein nehmen? Einen anderen Stein, ich habe Stein genommen. ja, nee. Nur ist aber gut. Nur ist gut. Einer geht noch. Einer geht noch. Ich will so eine kleine Rederunde haben. Das heißt, ein Tisch, so ähnlich wie bei Excalibur, beziehungsweise irgendein Camelot. So eine kleine Runde haben mit dem Tisch der Tafelrunde. So was ähnliches, aber nicht komplett gleich, weil richtig rund kann man ja eh nicht bauen. Und... Sorry, das war laut. Oder etwas laut. Also mal gucken. Die Tafelrunde könnte ungefähr hier sein. Die würden hier alle so sitzen, vielleicht in einer U-Form drumherum. Und immer wenn es was zu erzählen gibt, kommt da einer auf so ein Rednerpult und erzählt das momentane Problem. Markier es mir mal so. So, die Steine könnten jetzt leicht irritieren. Deswegen werde ich die mal entfernen. Ich werde sie deplatzieren und später wieder woanders hinplatzieren. Deplatzieren ist ja falsch. Deplatzieren ist ja falsch gesetzt. Also wenn ich es falsch gesetzt hätte. Dann würde erstmal hier so ungefähr das hinkommen. Die Wände kann ich mir dennoch rausstecken. Vielleicht sind an der Seite noch Sitzplätze zum... Ich weiß nicht, irgendwelche geschworenen Krams oder sowas. Das war jetzt aber nicht mittig gesetzt, wenn ich mich so angucke. Hier haben wir noch zwei frei. Zwei. Dann haben wir... Hier haben wir zwei frei, da haben wir vier frei. Dann kann ich es genau um eins verrücken nochmal. Zack, 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 zack. Zack, zack, so. Hätten wir erstmal vielleicht grob erstmal an der Seite markiert. Sitzplätze, ganz klar. Würden irgendwo hier sein. Machen wir nur ein paar. Muss ja nicht alles da sein. So, wie gesagt, hier an den Seiten ein paar Zuschauerplätze. Für Leute, die nicht den Ältesten angehören, aber sich trotzdem dafür interessieren und ihre Meinung mit einwerfen wollen, kommen da an den Seiten ein paar Plätze hin. Viele werden es nicht, weil wir haben ja, müssen ja gucken, wie viele Häuser wir haben, wo können sie wohnen. Die Ältesten wohnen wahrscheinlich hier drinne. Wo genau, weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Hinterm Rad. Ja doch, hier hinten. Hier ist ja das Rednerpult. Da würde hier ein kleiner Raum anfangen. Da, wo der Älteste drinne verbleibt. Verbleiben hört sich so schlimm an. Ich meine es natürlich im guten Sinne. Da, wo er sich aufbewahrt. Er bewahrt sich hier im Hinterzimmer auf. Nee, ich merke es mir mal sofort so. Da, wo er quasi lebt. Er muss ja immer vor Ort und Stelle sein. Wenn es ein Problem gibt, dann muss er auch immer da sein. Ist ganz, ganz wichtig und essentiell, dass man ihn immer erreichen kann. Nicht, dass er dann irgendwo ganz woanders wohnt. Man muss erstmal das halbe Dorf durchqueren. Und hier hat man die Möglichkeit... Er ist da, ich kann hingehen und dann ist alles cool. So, hier ist der Eingang. Ein paar Pflanzen will ich noch haben. Vielleicht erstmal ein bisschen Grünkram.
das ungefähr irgendwas vom Weg markiert. Und das geht über, da nicht. Hier geht's hoch. Ach so, klar. Wenn es da hoch geht, kommt hier erstmal ein Ansatz hin. Weil irgendwo muss es ja hochwachsen. Dass wir so eine Art kleinen Torbogen, eine kleine Türschwelle haben. Da, wo es dann quasi endgültig reingeht. Zack, den können wir, glaube ich, wegmachen. Wie hoch ist es? 3 hoch. Müsste passen. Am Außen wächst es natürlich auch ein Stückchen. So. Hier wächst es etwas. Und da. Ich versuche es natürlich, wie auch sonst auch immer, ein bisschen gewuchert zu lassen, aber nicht zu sehr gewuchert. Das soll ja auch noch gut aussehen in einer gewissen Sicht. So. Wo ist denn die Sonne? Da hinten schon. Oh, weg damit. Wollen wir nicht. Also wollen wir schon die Sonne, aber anders. So, hier kommen sie denn rein. Lass mich mal kurz das nachbilden. Wir kommen von hier in die Treppe hoch. Wir würden dann quasi schon das Gebäude sehen. Aber um da reinzukommen, müssen wir die letzte Hürde, die letzte Stufe nehmen. Vielleicht Erde. Achso, grobe Erde. Ich dachte mir gerade, ob ich hier grobe Erde genommen habe, aber die gibt es ja jetzt noch gar nicht. Muss ich erst aktualisieren, Minecraft. Da gehört meins hin. Deswegen, dann sieht man hier das Haus. Hier hat man die letzte Hürde, die letzten, ja, die letzten 2 Stufen, sage ich mal. Die letzten 2 Schritte, außer man macht einen großen Schritt. Hup. Warte, war falsch. Hep. So. Und dann kommt man hier durch. Das muss ja vielleicht auch noch ein bisschen verbessert werden. Machen wir da unten mal Sand hin. Dahin. Dass wir hier noch ein bisschen gerade haben. Wäre mir relativ wichtig. Und dann geht es schon leicht in die Kurve. In das Gebäude hinein quasi. So, so und... Ja. Hier ist noch ein kleiner Vorweg. Und dann begeben wir uns hier ins Gebäude. Ungefähr auf der Höhe. Das heißt, das Gras müsste vielleicht bis hier. War einer zu viel? Egal, mache ich da auch einen hin. Jetzt haben wir wenigstens hier vorne ein bisschen so einen Mini-Kleingarten. Wow, 2 Block. Da können sie eine Blume züchten. Oder, weiß ich nicht, die Kinder züchtigen. Nein, sowas machen die hier nicht. Wir sind ein friedliebendes Volk, die Dreamer. Die sind ganz lieb. Na gut, die Steamer sind auch ein friedliebendes Volk, aber... gibt ja keine Waffenschmiede. Höchstens eine Werkzeugschmiede, denke ich mal. Ob ich jetzt inwiefern ich auch unterschiedliche Schmieden baue, weiß ich jetzt noch nicht. Das, wie gesagt, gucke ich dann, wenn es soweit ist. So, was die Inspiration hergibt. Was meine Muse mir befiehlt. Das wird geschehen. Also, ich habe keine Muse. Ich habe die... Ich gebe mir die Muse... Nee, die Buße gebe ich mir. So, wenn ich hier das... Warte mal, das ist ja schon das Gebäude. Das wäre ziemlich dicht. Dann tun wir vielleicht mal ein bisschen... Einen fließenden Übergang, ein offenes Gebäude. Hier kommen vielleicht nur ein paar... Oder? Ein steinerner Torbogen und der geht vielleicht in den zweiten Bogen und dann kommt es in das Gebäude. Sodass man hier in so einer Art... Nicht wirklich Höhle, aber schon irgendwie doch, dass man in so eine Art Höhle reinläuft. Das müssen wir von Weitem begutachten. Hier geht's in das Gebäude, da können sie ja gleich reden. Der Hohe Rat, da ist eigentlich nicht mehr, außer was zu reden. Hier sollen noch ein paar Grünanlagen hin. Vielleicht ein paar Bäume oder so. Ich markiere mir vielleicht, wo Bäume hinkommen. Die Sicht muss hier relativ offen sein, deswegen... Oder ein kleiner Baum? Wenn sie hier hochkommen, wollen sie es ja schon sehen können. Auf jeden Fall würde ich hier einen Baum hinkommen. Kann ich mir so markieren. Vielleicht noch damit, wenn ich nicht nur denke, ich habe es falsch gesetzt. Dann... Der Baum steht falsch. Der kann weg. Dafür kommt auch so einer hin. Weil wenn da schon einer steht und der hat jetzt nicht wirklich gestört in der Sicht, weil da ist ja nur das Gebäude von dem Ältesten da hinten. Der Mini-Raum quasi. Und... So, machen wir vielleicht da ein Bäumchen hin. Einfach so, weil was können. Soll ein... Naja, Biotop hört sich ein bisschen so episch an, aber... Ich meine damit quasi, dass vor dem Ältestenrat es ein bisschen verwachsen aussieht. Nicht zugewuchert, nicht falsch gewuchert, sondern verwachsen. Das heißt, es steht schon lange da. Und daher haben sich hier auch ein paar Bäume schon gebildet. Könnten wir vielleicht 1, 2 Übergänge mehr machen, wenn ich den hier benutze?
und hier so einen Busch rüberwachsen lasse, könnte ich ja eigentlich machen. Und hier auch ein. Hier auch. Wo sie jetzt oben zusammenführen, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Vielleicht müssen sie ja gar nicht zusammenführen. Vielleicht wachsen sie einfach so und sind noch gar nicht zusammen. Genau. Ich mache die noch gar nicht so weit. Die sind einfach erst so weit gewachsen. Sieht auch nicht... ja, der Weg hier ist neu angesetzt. Deswegen ist er noch nicht komplett zugewachsen. So können wir das stehen lassen, denke ich. Die Bäume sind alt, aber der Weg hier ist zu Ehren der Ehrenwerten. Des Ehrenwertesten der Ehrenwerten. Das war's? Das war ein Ehrenwerter zu viel, glaube ich. Dann ist es halt so hochgewachsen. Und irgendwann mit der Zeit wachsen dann so zusammen. So wie wir es haben wollen. Hier sehen wir noch ein paar Bäume. Vielleicht dann haben wir noch... Hier müsste eigentlich ein hoher Baum stehen, glaube ich. Markiere ich mir mal mit 2. Dann Seiten etwas kleinere. Und der müsste eigentlich auch noch hoch sein. Huch, nee, das ist kein Baumstamm gewesen. Die können klein bleiben, das ist richtig. Dann vom Grundprinzip gefällt mir es schon. Muss ich zugeben. Ich bin nur gespannt, wie ich dieses da... Ja, Design erstellen will. Es erschließt sich mir noch nicht hundertprozentig, aber der Ansatz hier vorne mit dem Grünzeug, der gefällt mir. Mal hier vorne auch noch ein bisschen grünen Bogen hin. Ich denke schon. Hier, hier. Dann machen wir mal den dahin. Lassen wir ruhig offen. Ist gar nicht so wild und nicht so schlimm. Zack, hier offen. Da wuchert es ein bisschen von dem Baum rüber. So. Und von dem Baum, der denn hier stehen würde, warte mal, jetzt muss ich mal ihn setzen. Sonst kann ich es nicht richtig planen. Da wächst die Hecke in den Baum rein. Und der Werkstoffe war es. Knochenmehl. Und ein Säppling auf Eiche. Ich hoffe, es kommt die richtige Größe raus. Ich weiß nicht genau, was ich will, aber mal gucken. Gucken, was da rauskommt. Der muss weg. Zack. 2 hoch. Obwohl. Ich lasse ihn erstmal stehen. Für Demonstrationszwecke reicht der aus. Ansonsten kann ich es noch ausbessern. Hier machen wir diesmal mal 2 hin. Einfach weil wir es können. Und dann ist es hier rüber gewachsen. Erstmal eine gerade Linie, damit ich ungefähr einen Ansatz habe. Das kommt noch dahin, das kommt noch dahin. Und jetzt lassen wir es ein bisschen verwachsen. Ein bisschen wuchern lassen wir es wieder. Also im guten Sinne wuchern. Jetzt nicht irgendwie so Wildwuchs. Vielleicht ein bisschen schon, aber es muss ja gut aussehen. So, das kommt weg. Das kommt weg. Der Baum steht auch schon etwas länger da, wo hat sich die Hecke dran gebildet. Von daher machen wir es ein bisschen runterwachsen lassen. Von einer Seite hier vielleicht können wir auch noch machen. Definitiv. Es ist die Sonne schon wieder drüben. Wie schnell vergeht denn die Zeit hier? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist so tight. Das ist Berg. Weg damit. Hier kommt hin. Da kommt es hin. So. Sagen wir, sind da ein bisschen zugewuchert. Hier vorne ist... Ja, es muss ja gar nicht so viel sein. Es reicht ja vollkommen aus. Da sieht man wenigstens noch den Himmel. Wenn man den Himmel sehen würde. Eigentlich ist er drinne. Aber erst ab der Sichtweite 8 würde man den Himmel sehen. Leider. Aber das ist ja erstmal egal. Können wir hier irgendwo ein Lichtlein verstecken? Ich glaube, hier würde es gut stehen. Hier würde es dem gut zu Gesichte stehen. Nehmen wir mal ein Lichtlein, eine Falltür daher und packen die hier ran. So, und schon ist es hell. Yay! Können wir hier eigentlich auch einen reinversetzen? Lass mich das mal ausprobieren. Und zwar so. Müssen wir leider das da unten nochmal versetzen. So. Machen wir, nee, noch nicht den Sand hin. Weil da soll die Lampe hin. Kommt da irgendwo Licht rein oder ist es nur über Ecke? Ist nur über Ecke, okay. Dachte gerade. Dann machen wir hier vorne den Sandblock hin. Da kommt die Redstone-Lampe. Und dann die Falltür davor. Zack. Ja, warum nicht? Soll so ausreichen. Aber ich hätte gerne dort noch so ein Gräselein. Dann sieht es ein bisschen eleganter aus, die Lücke. Die sieht eleganter aus. Guck mal, da kannst du was reinstellen. Yay! Oh, guck mal, eine Rose. Die krall ich mir mal. Pack ich mal auf die Seite. Ich weiß nicht warum, aber da finde ich es irgendwie besser.
Hier kommt auch noch ein Hölzelein hin. Dann kommt hier ein anderes Hölzelein hin. Und zwar ein Bretter. Wir brettern hier einfach mal durch. Müssen wir ein bisschen zumachen. Hier sollen sie ja natürlich auch nicht lang fallen. Lassen wir. Machen wir zu. Ja, so kommt's gut. Hier machen wir vielleicht auch noch zu. Zack, zack, zack. Obwohl, hier brauchen wir gar nicht. Da ist ja die Wand. Bei der Wand brauchen wir keine Zäune. Vielleicht nur hier oben. Ja. So, jetzt weiter zum Alten. Bisschen Anivurat habe ich's hier. Lass mich nochmal angucken. Muss mir immer einen Überblick machen, damit ich weiß, wo ich als nächstes ansetzen kann. Bäume ist klar. Wie sieht der Weg? Vielleicht kommt vielleicht noch ein bisschen wie herumgetratscht. Und dann, ja, guck mal. Hier können noch, also guck, hier sitzt der Älteste. Oder der, der redet. Ich weiß nicht, ob der Älteste dort auch sitzen kann. Oder ob vielleicht da der Älteste sitzt und hier vorne noch ein kleines Podium. Und die versetze ich mal eins nach hinten. Hier auf der 4 ist es drauf. Ups, das war falsch. Weißt du, ich habe gerade keinen Hut, deswegen muss ich gerade raten. Hier kommt das Podium drauf. Und hier unten kommt vielleicht die Sprecherseite, aber mit Slabs quasi. Dann sitzen hier in der Mitte noch die zweitwichtigsten Leute, quasi die Dorfältesten. Der Weiseste, die Dorfältesten. Dann hier die in den wichtigen Positionen. Und alle weiteren können hier in dem Grünzeug stehen und von hier zuschauen. Weil der, der immer redet, der ist ja mit dem Gesicht zu der Zuschauermenge, die hier in dem Grün stehen würde. Und stehen das nicht so wild, weil hier ist ja alles grün, hier ist alles bepflanzt, es sieht schön aus. Man könnte das hier auch als so eine kleine Art Ruine nehmen, aber Ruine? Hm. Oder doch eher ein Gebäude? Oder doch Ruine? Es muss ja schon, wenn es längere Tagungen sind, müssen sie ja schon irgendwo überdacht sein. Die Steine sind aber jetzt immer noch nur noch zur Demonstration. Die werden schon noch umgebaut, keine Sorge. Und ich würde erstmal sagen, hier vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt nächste Mal wieder bei Minecraft Minilands beim Ältestenrat. Beim Hohen Rat, so. Auf Wiedersehen.